Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Wir sind das letzte Mal hier im letzten Level der ersten Welt tatsächlich der ersten Welt. Habe ich gerade, keine Ahnung. Ich sag's einfach nochmal, wir sind hier das letzte Mal im letzten Level der ersten Welt Game Over gegangen. So, schwieriger Satz. So, und ich würde sagen, Crash bleibt da. Ich würde sagen, neuer Part, neues Glück. Ich habe offscreen ein paar Leben gesammelt, wenn wir hier nicht wieder sofort komplett sterben. Und ich hoffe, dass das jetzt etwas machbarer wird. Ich habe Zuversicht. Gut. So, also direkt die erste Frauenmaske. Weiß eigentlich jemand, wie die heißt? Kann mir das jemand sagen, falls das jemand weiß? Weil, keine Ahnung, ich finde seltsam, die einfach immer nur mit Beuteldachs oder Frau oder, keine Ahnung, mit irgendwas anzusprechen. Ich möchte Charaktere schon bei ihrem Namen nennen. So, weg mit euch. Ein Äffchen, weg mit dir. Viel kann ich zu Crash tatsächlich eigentlich wirklich nie sagen, als wenn ich hier mich in die Gegner reindrehe, kann ich einfach die ganze Zeit immer nur sagen, weg mit dir, boom, bam, bam, Crash, bam. Nur so billige Soundeffekte. Also die zweite Maske. Es ist jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich Crash das letzte Mal gespielt habe. Und zwar ist es jetzt ungefähr, lass mich überlegen, das dürfte jetzt sogar tatsächlich 4 Tage her sein, weil ich habe es aufgenommen und dann halt erst hochgeladen. 2 Parts aufgenommen und dann halt hochgeladen. Und ja, ist ja, oh Gott, eine Weile her, dass ich Crash gespielt habe. Einfach wieder so ein bisschen reinkommen, weil die, oh Gott, diese Tode müssen echt nicht sein. Ich spiele schon wieder viel zu eilig. So, warten. So, ganz ruhig. Komm, keine Eile. Naja, doch eigentlich schon, weil ich möchte ganz gerne mal hier aus der ersten Welt endlich raus. Das heißt, ich persönlich für mich habe irgendwie Eile. So, zack. Da, ah, oh mein Gott, Hilfe. Zack. Nein. Oh. War das jetzt wirklich notwendig? Zack, weg. Wow, die ist mich fast gefressen. So. Bei dem Schildtypen müssen wir aufpassen, der ist böse platziert. Zack, okay, gut, haben wir. Oh, Gott, oh mein Gott, das war knapp. Okay, gut. Wir sind durch und Checkpoint, Gott sei Dank. Zack, zack. Ja. Wie gesagt, Gott sei Dank habe ich ein paar Leben gesammelt. Komm schon, down. So. Zack. Aufpassen. Falls ihr die Stelle bis zu bestimmten Stellen halt schon kennt, könnt ihr auch vorspulen, weil ich... Oh. Erstens, weil ihr bestimmt meine Fails nicht sehen wollt. Und zweitens, weil ihr... Bitte... Und zweitens, weil ihr die ganzen Stellen hier bis zu einem bestimmten Teil halt schon kennt. Also, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das Spiel haben und vermutlich jetzt schon... Was ist denn los hier? Ich bin sicher, dass es jetzt schon Leute gibt, die irgendwie schon, keine Ahnung, Welt 3 oder so sind. Und ich hänge hier immer noch in Welt 1 im letzten Level rum. Ich sollte mir mal Gedanken über mein Leben machen. Ich bin halt auch teilweise mit meinen Projekten nur so langsam, weil ich halt auch teilweise nur ein Video am Tag hochladen kann. Falls ihr euch wundert, warum manchmal an manchen Wochenenden so viele Videos kommen. Das liegt daran, dass ich dann bei einem Freund bin und der hat wesentlich besseres Internet, wo ein Upload keine 10 Stunden, sondern vielleicht gerade mal ja, 1,5 Stunden dauert. Anders als bei mir. Und ja, da ist es dann, kommt es dann teilweise vor, dass ich dann halt so viele Parts dann an einem Tag hochlade, weil da nehme ich auch immer sehr viel im Voraus auf, damit ich halt bei ihnen dann ordentlich was hochzuladen habe, wenn ich halt bei ihm bin. Bin halt auch nicht immer bei ihm und nur zum Hochladen will ich halt auch nicht hin.
Ja, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie mal meine Eltern dazu überrede, dass wir mal besseres Internet an den Start kriegen, weil es kann echt nicht angehen, dass ich für einen Upload beinahe 12 Stunden brauche. Das ist dann doch schon ein wenig grenzwertig. Aber naja, nur wegen meinem Upload werden die sich bestimmt kein neues Internet zulegen. Außerdem bin ich sowieso 18 und sollte meine eigenen Sachen machen können. Also irgendwann, wenn ich dann meine eigene Wohnung habe, dann brauche ich auf jeden Fall Highspeed-Internet und dann werden Parts hochgeladen ohne Ende. Glaubt mir, Leute, dann geht's ab. So, das ist eine Akkumaske. Die hätte ich ganz gerne. Danke. Und drauf da. Ah, daneben, scheiße. Ganz runter, verdammt. Gott sei Dank gibt's in dem Spiel keinen Fallschaden. Das wäre nämlich scheiße. Oh, diese Plattformen, die halten ganz schön auf. Kann es sein, dass das gesamte Level 2D ist? Ich glaube, es gab tatsächlich noch keine einzigste 3D-Passage hier. Also klar, wir haben die ganze Zeit 3D-Move... Oh Gott. Ich weiß, wir haben die ganze Zeit 3D-Movement, aber trotzdem. Es gab irgendwie noch keine 3D-Passage. Was ist denn los? Mein Gott, ey. Es gab irgendwie noch keine einzigste 3D-Passage in diesem Level. Ich meine, gut, hab nichts gegen 2D, aber es ist halt nun mal ein 3D-Spiel, also hätte schon nichts dagegen, mich auch mal wieder richtig dreidimensional bewegen zu dürfen. Von da... Wisst ihr was? Wir sehen uns, wenn ich da oben bin. Komisch, und offscreen geht's dann first try. Naja, egal. Weiter geht's, habe ich euch das wenigstens erspart. Mann, ich weiß echt nicht, was ich mit diesem Spiel hier habe. Ich meine, es ist ja nicht mal sonderlich schwer oder so. Ich stelle mich einfach nur unglaublich an. Das war gerade unfair. Ich stelle mich einfach nur unglaublich an. Es ist ja nicht so, dass das Spiel schwer ist. Vor allem nicht am Anfang. Ich stelle mich einfach nur wahnsinnig an. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Wirklich nicht. So, warten. Ganz geduldig spielen. So. Weißt du... Ist das irgendwie ein Glitch in diesem Spiel, dass ein Crash manchmal irgendwie an der Kante abschmiert? Weil ich halte die Taste, die Sprungtaste komplett durchgedrückt und, keine Ahnung, drücke ich zu früh? So. Och, bitte. Meine Fresse, ey. So. Da schon wieder. Ja, nee, okay, ich hab's gesehen. Diesmal habe ich wirklich zu früh gedrückt. Oh Mann. Zack. So. Diesmal habe ich dich aber erwischt. Mein Gott, ey. Zack. Und auf dich drauf. So. Nein, warten. Hoch. Und drauf. Okay, sehr schön. So, hier habe ich jetzt beim letzten Mal verschissen. Okay, Checkpoint. Go. Ich mag... Es ist ja okay, wenn ich sterbe. Ich habe absolut nichts dagegen zu sterben. Aber doch bitte keine so unnötigen Tode, dass ich einfach irgendwo... Jetzt habe ich gerade nicht gedrückt, das war meine eigene Dummheit. Aber bitte nicht... Wow. Bitte keine so unnötigen Tode. Das muss wirklich nicht sein, dass ich einfach an so einer Kante abschmiere. Hisa! Schon wieder? Was? Ich stelle mir gerade wirklich so vor, wie ihr vom Bildschirm sitzt und denkt euch so, oh mein Gott, was kann der Typ eigentlich? Und wisst ihr was? Das denke ich gerade tatsächlich selber auch. Was kann ich eigentlich? Jedenfalls kann ich nicht spielen. Vielleicht muss ich da einfach nicht Dings X gedrückt halten. Vielleicht soll ich das mal versuchen. Zack. Da. Guck, das reicht doch auch. Einfach mal X nicht gedrückt halten, vielleicht geht's dann ja. Wisst ihr, ich hatte 17 Leben. Guck mal jetzt auf meine Leben. 9. Ich hoffe wirklich, dass es... Leute, bitte. Langsam werde ich echt sauer. Ich werde langsam wirklich, wirklich sauer.
Nicht so sauer wie in dem Jack 2 Part mit dem Geschütz, aber es kommt schon nah. Das war knapp. So, zack. Ich hatte... Was sollen diese komischen Feuersprungplattformen hier eigentlich? Das... Ich gehe wieder Game Over. Ich komme in dem Spiel nicht weiter. Ich verstehe das nicht. Das ist die erste verdammte Welt und ich komme nicht weiter. Das gibt es doch einfach nicht. Das kann einfach nicht sein. Ja, Leben. Bitte gib mir das. 2 Leben. Gott sei Dank. So. Okay. Warten. So. Oh nein. Hört doch auf mit diesen Doppelfeuersprüngen. Hier, 3. Wie soll das gehen? Dreifach. Das ist zeitlich gar nicht möglich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich gehe Game Over. Ich gehe wieder Game Over. Ich sag's euch. Was war das jetzt gerade? Ganz ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Nicht immer, aber doch häufig. Oh, bitte! Ich muss ruhig bleiben. Es ist echt unprofessionell, in einem Let's Play so wütend zu werden. Aber wisst ihr, wenn ich sehe, ich bin mit 17 Leben in dieses Level reingegangen. Und ich habe jetzt 4. Wodurch habe ich... Leute, jetzt mal ohne Witz. Leute, nein, nein, einfach nein. Ich werde es weiter versuchen. Also ja, bis gleich. Wisst ihr, es gibt so manche Spiele, die sollte man einfach nicht aufnehmen. Crash ist eines davon. Wisst ihr, hier war gerade dieser Feuer-Dreier-Sprung und ich habe es einfach offscreen im First Try geschafft. Ich finde das langsam echt nicht mehr lustig. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also, Leute, Real Talk. Kann mir bitte irgendeiner bitte... Das ist kein Gebettel. Okay, irgendwie schon, aber egal. Bitte schreibt es mir... Oh mein Gott, 4 Leben, Gott sei Dank. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Was mache ich falsch? Irgendwas muss es ja sein. Ich meine, das ist doch nicht das erste Crash-Spiel, was ich gespielt habe. Irgendwas muss ich falsch machen. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was ich falsch mache. Ja. Das ignorieren wir jetzt bitte. Das ist nicht passiert. Vor allem dann machen die diese Baumplattform-Sprungpassagen auch noch so hoch, dass es halt wirklich lange dauert. So. Ich meine, hier kann ich ja zum Glück keine Leben verlieren, wenn ich runterfalle. So, und geschafft. Mein Gott, ey, 13 Minuten haben wir in diesem Level hier gerade verbracht. 11 Kisten übersehen, ey. Das wird ein Spaß, das später zu 100% zu machen. Das wird ein Spaß. Egal, jetzt haben wir das auf jeden Fall geschafft. Oh Leute, ihr wisst nicht, was das gerade für eine Erleichterung ist. Ich hoffe, dass die weiteren Level jetzt gediegen angehen und etwas angenehmer. Okay, lustig. Gut, dann... Na. Gibt es keine Cutscene? Nichts? Gar nichts? Einfach die Level machen? Okay, das Spiel... Ja... Geht, wenn man sich nicht so anstellen würde, wie ich, eigentlich ziemlich zügig voran. Ich hätte jetzt zumindest eine Weltenabschluss-Cutscene erwartet. Aber okay. Hä?
sieht irgendwie genauso aus wie ein Level, was wir schon mal hatten. Okay, ich spring da hinten jetzt nicht hin. Ich habe nämlich von einem Freund erfahren, dass es Level gibt. Ich habe nämlich von einem Freund erfahren, dass es manche Level gibt, wo man mal nach hinten laufen muss. Und da gibt es dann... Was zur Hölle? Und dass es dann da weitere Kisten gibt. Aber ich will das nicht ausprobieren. Sag... Was zum... Hatte ich nicht beim letzten Mal, als ich in so einem Level war, gesagt, dass man die Sprünge hier gut timen kann? Timen ja, aber nicht gut sehen. Und irgendwie ist der Schatten von Crash, den sieht man nicht so gut. Was mir auch nochmal ein bisschen erschwert, hier die Sprünge richtig zu machen. Weil der Schatten von Crash ist wirklich richtig... Ja, keine Ahnung, man sieht ihn zwar, aber nicht gut. Keine Ahnung, ob euch das aufgefallen ist. Achtet mal darauf, wenn ich springe. Es ist wirklich schwer, so die Sprünge zu timen. So. Okay, Maske. So, auf den Affen aufpassen. Ja. Und Checkpoint, Gott sei Dank. So. Nein! War nicht schnell genug. Das sind ganz schön stabile Blätter, möchte ich mal so anmerken. Mein Crash kann einfach drauf stehen, so als ob es ein normaler Boden wäre. So als ob, ja, keine Ahnung. So. Auf den Hai aufpassen. Ist das überhaupt ein Hai? Keine Ahnung, was das Vieh darstellen will. Ah, oh Gott, das war knapp. Zack. Ja, mittlerweile läuft es einigermaßen. Ich sollte einfach nichts sagen. Ich habe mich gedreht. Aber okay. Warten. So. Zack. Ich weiß nicht, was bei mir in dem Spiel abgeht. Ich hoffe, dass es hier in der zweiten Welt... Gut, in dem Level habe ich im Prinzip schon verkackt. Aber ich hoffe, dass es in der zweiten Welt insgesamt... ein wenig besser läuft. So. Zack. Und auf das Blatt. So, und jetzt du Affe. Was? Habt ihr das gesehen? Ich hab mich gedreht, aber der... Hä? Der hat mich weggedrängt. Darf man den nicht angreifen, wenn er rollt? Oh Mann. Ich spüre es schon an diesem Affen, werde ich Game Over gehen. 5 Leben noch. Das Level ist so ganz schön lang, kann das sein? 48 Kisten. Ja gut, kommt drauf an, wie viel es halt im Bonus gibt. So, machen wir es halt so. Oh, 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 was? Was hätte ich da jetzt tun sollen? Was hätte ich da eurer Meinung nach jetzt tun sollen? Ich meine, ich konnte gerade gar nichts tun. Ja, auf der einen Seite war die lila Pflanze und auf der anderen Seite war die andere. Ich hätte nichts tun können. So, du bist eine normale. So. Also merken, am besten einfach über den Affen drüber springen. Ich finde gerade kein richtiges Timing, wann ich springen sollte. Jetzt. Okay, gut. Die Level, die von oben die Ansicht haben, die gefallen mir nicht so gut, muss ich sagen. Warte, mach zu. Okay. Nein! 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 Ich akzeptiere das langsam nicht mehr. Ich weiß nicht, was läuft in diesem Spiel? Ich meine, irgendwas muss es doch sein. Bitte, wirklich, am Ende von diesem Part, sagt mir bitte, 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 was ich falsch mache. Irgendwas muss es ja sein. Ich meine, bin ich irgendwie zu uncool für Crash? So, über ihn drüber und weg mit dir. So, dann kann ich jetzt hier
problemlos warten. Leute, das Timing. Es geht gar nicht. So, zuspringen. Hier drauf. Hier hochlaufen. Schnell, wenn es geht, bitte Crash. Wir haben nämlich schon die 20 Minuten. Das Level schaffe ich nicht mehr. Zack, zack. Ich würde sagen, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann werde ich den Part beenden. Und offscreen noch mal ein paar Leben sammeln. Ein paar mehr diesmal. Ja, und dann mal sehen, wie es im nächsten Part läuft. So, weg mit dir. Ach, Moment, warte. Wenn sie zugeht, dann springe ich jetzt schon drauf. Und so, ja, so ist das möglich. Okay, zumindest schon mal einen Checkpoint erreicht. Das ist ja schon mal etwas. Lauf, Crash! Warten. Zack und zack. Mhm. Okay, da haben wir die zweite. Ja, die zweite. So, zack. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, vermutlich werde ich genau in dem Moment, wo ich das sage, sterben, aber es läuft jetzt besser. Und ich hoffe, es bleibt so. Einen Moment. Und spring. So, hier ist dann die dritte. Okay, dann sind wir schon mal beim Bonus. Sehr schön. 30 Kisten, okay, ja. Crash. So. Ah. Ja, ich habe die Kistenreihenfolge falsch gemacht. So, drauf da. Und schnell. Wir haben 21, 22 Minuten mittlerweile. So. Hier drauf. Oh. Ihr wisst nicht, wie nervig das ist. Also, vermutlich ihr habt die Spiele damals gespielt, kennt die Level gut und ja, seid jetzt schon, vermutlich sogar schon durch. Und ich sitze hier, bin komplett am Leiden und hoffe einfach nur, dass ich irgendwie durchkomme, ohne komplett zu sterben. So. Jetzt nichts mehr falsch machen, bitte. So, so, so und so. Oh Mann. Da bekomme ich wenigstens noch ein paar Leben dazu. Die brauche ich nämlich auch. Okay. So, versuchen wir uns jetzt mal ein bisschen anzustrengen. Ah, okay, hier ist Ende. Gut, Gott sei Dank. Ja, phew, das kannst du laut sagen, Crash. Zwei Kisten übersehen, wo waren die denn? Naja, egal. Okay, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute. Ohne Scherz, das war wirklich nicht cool. Komm, hör auf zu laden. Hör auf zu laden, du bist eine PS4, du solltest gar nicht laden. Dann, was zu... Crash auf dem Wasserfall hoch. Na gut, also dann, ciao.